Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zurück zu The Evil Within. Mann, im letzten Part haben wir Kapitel 5 hinter uns gelassen, haben die Alte endlich besiegt, also wirklich so besiegt, dass wir sie endlich los sind. Und ich habe gerade mal mein Armband abgelegt, denn das stört tierisch an der Maus. Ich kann ja nicht mehr raus. Wie jetzt? Wieso kann ich hier nicht mehr durch das Fenster? Wieso kann ich nicht mehr durch den Spiegel? Ich kann auch nicht durch den Spiegel. Was zum Teufel? Kann ich überhaupt durch den Spiegel? Ach, hier liegt was. Kirchenboden bricht ein. Keine Verletzten. Augenzeuge spricht von Wunder. Größter Kirchenskandal aller Zeiten. Der Fußboden in der Kirche von Cedar Hill brach während der Renovierungsarbeiten ein. Laut einem Gemeindemitglied grenzt es an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Was ist hier noch? Bilder. Fotos. Eine Kirche. Es ist dunkel. Hallo? Ich sehe ja nichts. Wie konnte ich noch gleich die Taschenlampe ausrüsten? Ich muss mal kurz auf die Option gucken, damit ich weiß, wie ich meine Taschenlampe ausrüsten konnte. Tastenzuweisung. Laterne an aus Q. Okay, alles klar. Da sind wir. Was hat das alles zu tun? Ich fühle mich ehrlich gesagt in meinem Safe Room nicht mehr sicher. Was war das? Oh, oh. Was zum Henker ist hier los? Wo ist denn unsere Freundin hin? Speichern kann ich auch nicht. Okay, hier kann ich aber auch nichts machen. Ich kann jetzt sogar mich verbessern, aber... Was zum Teufel? Die Kirche, mit der muss das auch irgendwas zu tun haben. Haben wir vielleicht den Fall bearbeitet damals mit der Kirche und ist deshalb irgendwie hier was passiert? Ich habe wirklich keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall sind ja wieder diese Kakerlaken überall. Und da ist die Frau. Wer ist diese Frau?
Kann das sein, dass die Frau vielleicht wirklich die war, die wir geheiratet haben? Also unsere Frau? Sind nicht mehr im Safe Room. Und da kam irgendwas Großes auf uns zu gerade. Und ich weiß leider nicht wirklich, was es ist. Unsere Waffen haben wir, okay. Ich habe nämlich gerade etwas Angst. Denn irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Da ist wieder Leslie. Leslie? Sebastian? 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 Hä? Ich blick nicht durch die Story. Wo sind wir hier eigentlich? Alles sehr, sehr merkwürdig, muss ich sagen. Tageslicht. Geil. Dann mal nichts wie hoch ans Tageslicht. Alter, die Bude ist ja aber ziemlich zusammengebrochen, oder? Sieht ja alles... Oh, geil Sonnenlicht. Ich liebe es. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin tatsächlich... Alter, was ist das für ein geiles... Was ist das denn bitte für ein geiles Bild, wenn ich jetzt hier so stehe und das als Thumbnail verwende? Mega. Guckt euch das an. Ich mache hier mal die... Upsala. Ich mache hier mal die Lampe aus. Mega geil. Habe ich da noch irgendwas übersehen hier? Vielleicht eine Statue oder so? Damit ich auch noch einen Schlüssel krieg? Aber ich denke eher nicht. Aber mega geil. Guckt euch das an. Das sieht so genial aus. Genau wie auf den Fotos. Ja, genau wie auf den Fotos. Das muss die Kirche sein, in der damals der Boden eingebrochen ist. Mega. Guckt euch das bitte an. Hammer. Einfach nur Hammer. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel wirklich. Einfach wirklich wunderschön. Was anderes gibt es dazu nicht zu sagen. Ich war... Also die Grafik, ich finde die schon echt super. Also ich habe da echt nichts dran zu meckern. Ich finde die wirklich sehr, sehr schick. Kann nichts dagegen sagen, auf jeden Fall. So, hier haben wir noch Munition. Ach, mehr war ja nicht, nur Munition. Warte mal, nee, da sind Kisten. Kann ich mit den Kisten irgendwas anfangen? Wahrscheinlich nicht. Okay, dann lasse ich es einfach. Und kletter wieder runter. Und lauf weiter Richtung Kirche. Alter, es sieht so schön draußen aus. Mir gefällt das wirklich sehr. Ey, und das mit dem Raben da und alles. Herrlich. Mann, ich bin so verdammt verliebt in dieses Spiel. Ich komme leider viel zu selten dazu, es zu spielen. Beziehungsweise... Toll. Und das trübt dann meine ganze Stimmung wieder. Sowas. Wenn sowas in der im Fensterbalken hängt. Armes Schwein. Wollen wir dich da nicht länger hängen lassen. Das hast du nicht verdient. Liegt hier noch irgendwas? Nö. Okay. Dann können wir ja
weitergehen. Oh, das sieht so mega awesome aus. Okay, Schüsse. Oh, herrlich. Oh, ich liebe Bethesda. Vielen Dank, dass ihr dieses Spiel geschaffen habt. Echt. Alles okay bei dir? In meinem Kopf war dieses Brummen. Es fühlte sich an, als würde er aufplatzen. Aber irgendwie scheine ich mich daran zu gewöhnen. Hast du Kidman gesehen? Nein. Ich bin einfach hier aufgewacht. Es war eine Art Blackout. Oder wieder so ein Anfall. Da rein. Auf geht's. Wieder eine? Auf mit dem Scheißding! Ich bin dran. Das braucht ein bisschen Zeit. Verdammt. Ich hab keine Zeit zum Henker. Nein! Nein! Shit! Lange aufhalten. Noch einen Moment! Halt sie von mir fern! Komm schon! Ich bin jetzt hier gerade mal echt ruhiger, denn ich hab da gerade einen halben Kopf abgeschossen. Shit, ich hab gar keine Munition. Mach die Tür auf, Sepp. Alter. Ich hab keine Muni mehr. Shit. Shit. Nein, das war's. Wir sind tot. Uns hat der Priester getötet. Verdammt. Alter, was ist das denn für eine Stelle? Ich hab keine Muni. Es fängt ja richtig super an hier. Ach Mann, ey. Nur vorbeischießen tue ich. Der trifft aber auch nie, der Hund. Und jetzt fängt das Spiel noch an mit Lecken. Richtig klasse, ey. Ich will nicht mehr lange aufhalten. Noch einen Moment. Ja, komm, beeile dich, ey. Ich habe nämlich hier wirklich langsam was Besseres zu tun. Denn jetzt kommen zwei Dicke. Nein, 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 nein. Weg mit dir, ey. Nein, 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 zum Teufel. Ich habe keine Muni, ey. Nein, 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 nein. Komm schon, lass los! Ah, du dicker Hund! Nein! Nein! Oh, ey! Warum würgt ihr mich alle? Ach, komm schon, leck mich!